Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby's Dream Land für den Game Boy. In der letzten Folge haben wir die ersten beiden Level durchgespielt. Oder was? Ne, in der letzten Folge haben wir diese vier Endbosse und König DDD kaputt gemacht und kommen jetzt zu Let's Leck mich doch am Arsch. Nein! Oh, jetzt kommt ja die Kanone. Nein! Kanone! Schießt sie nach oben? Nein, sie schießt nicht nach oben. Gut. Zu viel Kram auf dem Bildschirm. Bombe. Penis. Hexe. Besen. Tür. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Nein, 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 nein. Gesichter, die uns an... anbetten. Autsch. Da ist der Stern. Yay. Ich glaube, jetzt kommt schon der Dingens, oder? Der Zwischenboss? Ich glaube, er kam jetzt. Geh weg. Was? Du, H, U, R, E. Nee. Geh weg. Aber wie? Wie? Meins? Ha, so. Ich warte. Ich hab Zeit. So. Schön. Hör ein Leben! Ich weiß, wer jetzt verrät. Nee. Da kommen die ganzen Gegner. Hab ich keine Lust drauf. Hexen! 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 Feder! Na! Ah. Zu viel Kram auf einem Bildschirm ist nicht gut für mein Herz. Die springen? Autsch. Kam jetzt nicht schon der bitte nicht. Geh. Ach, jetzt sind sie schneller. Okay, Nase kratzen. Alles auf einmal. Geh weg. Nase kratzen nochmal. Ah. Dich treffe ich da und dir nehme ich da dein. Was ist es denn jetzt? Ist es ein Ofen? Ist es. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch Käse und so. Also ist egal, was es ist. Das war doof. Das war auch doof. Das war wieder gut und das ist auch wieder kacke. Ha! Na, jetzt gehen wir das ganz mal langsam. Dann habe ich nämlich zwei Leben. Und mit zwei Leben kann man nicht so viel anfangen. Kriege ich den Ofen? Es ist ein Ofen. Ende. Egal, was sie sagt. Mein Let's Play Ofen. Let's Play Ofen. Let's Play Ofen Simulator wäre auch mal geil. Ah, ist ja egal. Seien Sie ein Ofen. So, bleiben wir oben stehen. Dann fallen wir nämlich runter. Auf den Stern, den wir direkt einsammeln. Dann tanzt Kirby für uns. Also ich muss sagen, es ist schon anspruchsvoller. Vielleicht bin ich auch einfach, stelle ich mich einfach nur total dämlich an. Float Islands! Ja, ich wusste doch, dass es so heißt. Und wir angeln uns wieder selber. Dieses Level ist so scheiße, ich kann mich dran erinnern. Geh weg. Tote Krabbe. Das war jetzt echt dumm. Was kommt? Was kommt? Das macht uns erstmal nichts. Und jetzt kommt eine Kanone aus dem Boden, aus dem Wasser gesprungen. Ja. Kennt ihr frei lebende Wasserkanonen? Kommt ganz oft vor, so in der Nordsee und so um Fehmarn rum. Da leben die. Ist Fehmarn Nordsee? Oder ist es Ostsee? Oder war das nicht, dass die Nordsee irgendwie östlich von der Ostsee sitzt? Oder so? Geh weg. Jetzt kommen die doch mal. Ja. Zwei Leben. Oh mein Gott, wie sehen die denn jetzt aus? Ich will dich sehen. Jetzt sind sie sauer. Autsch. Schieß.
Na, zumindest haben wir jetzt wieder unsere Leben, die wir gerade verloren haben. Jetzt kommt die Nuss rechts runter. Ja, dankeschön. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Gegner. Ja. Geh weg. Ein Leben. Oh, schön. Damit wir wieder unsere Leben ausgleichen, damit wir wieder auf 4 zurückgehen. Da unten kommt ein Gegner. Ich will aber links lang. Ich will nicht links lang. War links nicht mal Leben oder so? Ist auch egal. Ja, ist klar. Durch. Stirb. Na, wobei ich ja sagen muss, dass das jetzt doch wieder ein Stückchen einfacher ist. Vielleicht auch, weil ich es jetzt ein bisschen langsamer angehe. Als Green Greens und Castle... Nee, doch Castle Lolololol. Ein Fisch, der aus dem Wasser springt, hat ein bisschen was von Super Mario. Curry! Geh weg! Curry, 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 Curry. Curry, 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 Curry. Wie soll man das bitte machen? Geh alle weg. Aber wie? Ich glaube, ich darf da nicht durch. Ist klar. Auf geht's zum Wal. Ach nein, jetzt kommt direkt der Endgegner. Scheiße. Ein Leben bei dem Gegner auf schwer? Ich glaube nicht. Und jetzt gleich kommt bestimmt irgendwas angeflogen, was uns dann hier instant killt oder so. Kommt man hier nicht irgendwie durch und leben oder so? Also gut, versuchen wir es einfach mal. Ja. 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 Es ist schwerer. Es ist viel schwerer. Der Boss, der mir in diesem Spiel am meisten Probleme bereitet, wurde jetzt natürlich noch schwerer gemacht, damit ich es erst recht nicht schaffe. Aua. Wie, wo und was und aua und leck mich doch am. Verfolgen die Kugeln mich? Oh, ich sehe, ich verliere da. Und dann darf ich doch von ganz vorne anfangen. Oh, nein, dann darf man das Level nochmal neu von vorne anfangen. Aber das ist ja schon genug Ärger. Ja, komm. Geh weg. Na, das hätte vermieden werden können. Aua. Die Dreierkugeln, die sind ja noch relativ einfach auszuweichen. Aber ich weiß nicht, wie ich diesen wahllos geschossenen Kugeln ausweichen soll, weil die fliegen für mich einfach nur irgendwie durch die Gegend. Ohne erkennbares Muster. Ah, wir haben es geschafft. Und kommen jetzt in Level Nummer 4. Bubli Klotz. Blasige Wolken. Was auch immer. Jetzt direkt alles Übermacht an Gegnern. Wah, wah, wah. Was war das? Was fällt da vom Himmel runter? Was ist das? Nein. 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 Gehen wir das ruhig an. Gehen wir hier oben lang. Den schießen wir wieder ab. Können dann unten rund. Katze? Ringschirm! Was? Der Ringschirm. Die Ringschirme verfolgen mich? Wie assi ist das denn? Da muss man aber auch erstmal drauf kommen, dass sie das machen. So, aber wir können. Geh weg. Es fliegt alles durch die Gegend. Link? Was macht Link in diesem Spiel? Ist es überhaupt Link? Für mich ist es jetzt Link, weil er hat eine Zipfelmütze, die Farbe von ihm könnte grün sein und die Bumerang-Dinger verfolgen mich. Wir haben noch ein Leben, yay! Ach komm, gehen wir nicht auf den Sack. Okay, also sie verfolgen uns nicht, sie gehen einfach nur nach oben, wenn sie zurückfliegen. Das ist gut zu wissen. Pelikan, noch ein Pelikan! Und das ist doch ein wenig schnell gewesen für meinen Geschmack.
Das konnte ich jetzt nicht so wirklich überblicken. Genau, der geht nach oben. Und wir fallen nach unten und gehen hier durch. Oh, es ist alles so schnell. Ich kann nicht schnell. Ich bin nicht schnell. Ich bin für langsam. Okay, das war jetzt nicht schnell. Das war jetzt hingegen so. I heard these kids. Geh weg. Achso. Ganz schnell durch. Ganz, ganz schnell durch bei den ganzen Gegnern. Ganz, ganz, ganz. Maxi Tomate. Ganz schnell durch. Und hier rein. Pff, ja. Was? Der springt rum. Der was? Und jetzt kommen die Bomben. Bomben? Nein, fliegen und Bomben und... So, da kriege ich ihn. Aua. Ich muss nur diesen Gegner besiegt kriegen. Obwohl, ich muss das ganze Level von vorne anfangen. Okay, da geht er also ganz durch. Da nicht. Hier geht er unten durch, schmeißt dann seine Bomben und fliegt dann von da und von oben und macht das und macht mich tot. Wie soll man das als normalsterblicher Mensch machen? Game over. Nee, continue. Ich glaube, Continues haben wir endlich viele. Aber... Ja, wir dürfen das Level neu anfangen. Yeah, hey. Ob ich das jetzt in drei... Ja, sie ziehen drei Leben ab. Oder nein, sie ziehen zwei Leben ab. Ich wollte schon mit einem... Pause! Pause und saugen! Klappt nicht. Ja, Extra-Modus. Ist ja ein bisschen schwerer als vorher. Vor allen Dingen dieser Boss jetzt. Also die anderen Bosse, die gingen ja bis jetzt noch, aber der ist jetzt echt für den Arsch. Verfolgungsschirm. Okay, ich warte einfach hier. Kann dann beides aufsaugen. Oder halt nur eins und kannst dann zurückspringen. Okay, töten kann man die Kanone nicht. Oh, ich merke mir immer so gut, wo die ganzen Sachen sind. Nö. Ja, jetzt kam noch einer von diesen Bumerang-Kindern. Jetzt kam ganz, ganz viel auf einmal. Pelikan. Oben, ich habe noch ein Leben. Ein Leben. Und da ist der nächste Raum, mit dem ich dann da weitermache, wenn ich hier sterbe. Gut. Okay, der geht rechts, rechts, links, links. Gut zu wissen. Der fliegt langsam durch den Raum, weil ich das irgendwie zu langsam finde, eigentlich für Extra-Modus. Ja gut, ich weiß nicht mehr, wie schnell die anderen durch die Räume geflogen sind. Ah, sauge ich lieber auf. Ist besser als schießen. Zumindest in dem Fall. Wasser! Was kam hier? Ach ja, stimmt. La 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 voll Leben la 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 la. Ich werde trotzdem wieder sowas von bei dem Boss verrecken. Jetzt müsst das, dann kommen die Bomben. Ich krieg den Boss nicht hin, es darf nicht wahr sein.
stopp, jetzt kommt er unten lang. Und ich fliege natürlich voll in die Explosion rein. Ich bin voll genial. Jump, jump, jump. Geht unten lang. Und droppt die Bomben. Unten lang. Macht den Move. Okay, ich weiß jetzt, wie ich ihn kriegen muss. Er springt unten lang. Geht zurück. Da muss ich ihm quasi die Bombe wegnehmen. Jetzt geht er runter. Geht rüber. Springt, geht hoch, macht den Move und da kriege ich seine Bombe. Aber wann ich ihn dann treffen soll? Ach, ich weiß wann. Da fliegt er nämlich zurück, macht dann seinen Sprung und geht hoch. Das heißt, da kann ich ihm wieder die Bombe wegnehmen. Dann geht er rüber, runter, springt, kommt zurück und da kann ich ihm die Bombe wegnehmen. Kommt dann hier runter, da kann ich ihn treffen und fliegt wieder hoch. Er nimmt dann wieder seine Bombe. Kommt von unten lang und da kann ich ihm die Bombe eigentlich wegnehmen. Runter, zurück, Bombe, nicht nehmen. Nein, warte, jetzt. Oh. Wenn der jetzt schon so ist, ich will nicht wissen, wie der andere ist. Was kann denn jetzt? Ach ja. Citroni. Ruhe bewahren. Da unten ist eine Maxi-Tomate, das ist dann schon mal kein Problem mehr. Ich will meinen normalen Kirby. Ich will die Gegner aufsaugen können. Da fühle ich mich irgendwie besser bei. Was wartet da unten wieder für eine Teuflichkeit? Moment. Den mache ich so. Nachher berühre ich den und dann verreckt. Ah. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts. Oh, wir sind schon bei 17 Minuten. Kacke. Ah. Was? 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 Die Sterne tun mir weh? Ich pausiere hier und würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, gutes, was auch immer, je nachdem, wann ihr euch das Let's Play anguckt und sage, bis dahin, wir sehen uns. Tüdelü!